Wollen wir? Sagen Sie mal, sollen die alle weg? Alle. Alles, was hier rumsteht. Wo bleibt der zweite Transporter? Keine Ahnung, müsste eigentlich schon hier sein. Halt! Hey, Jungs, komm, der nächste Wagen! Halt! Lassen Sie die Wagen stehen! Ich habe mich mit Palmer geeinigt. Bis Ende der Woche habe ich Zeit, also hören Sie auf damit. Stehen lassen, der Wagen bleibt hier! Und die anderen kommen gleich wieder runter! Nicht anfassen, ja? Ja, dann Finger weg von meinem Wagen! Zurück damit! Ja, was ist denn nun? Aufladen, und das schnell! Ich habe nicht den ganzen Morgen. Sagen Sie, geht das nicht in Ihren Kopf rein? Ich habe bis Ende der Woche Zeit, es ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Hören Sie. Ich rufe Palmer an, aber bis dahin geht hier nichts raus. Nicht sein Fahrzeug, okay? Bis ich mit ihm telefoniert habe. Das können Sie sich sparen. Da drüben sitzt er in seinem Wagen. Warten Sie. Und nichts anfassen, bis ich zurückkomme. Ihr macht weiter. Was soll das, Herr Palmer? Was machen Sie mit mir? Bis Ende der Woche, haben Sie doch gesagt. Ich? Sie haben das gesagt. Ich habe. Sie waren damit einverstanden. Wie können Sie denn sowas behaupten? Sie ticken wohl nicht richtig. Ich will mein Geld. Ich kann ja zahlen. 2 oder 3 Tagen, dann habe ich es auf dem Konto. Schön für Sie. Dann können Sie ja die dritte Rate bezahlen. Dann bleibt Ihnen wenigstens Ihr Dach über dem Kopf. Aber Herr Palmer, bitte. Warten Sie die paar Tage. Geben Sie mir die Chance. Sie haben eine gehabt. Aber ich verschenke mein Geld nicht. Ich verleihe es, Herr Radovic. Und ich lasse mich von Ihnen nicht bescheißen. Ich? Sie haben ihn doch ans Kreuz gelegt. Die Luft haben Sie mir abgedreht. Sie wollen nicht nur die Zinsen, nein. Alles, was ich aufgebaut habe. Und
pfeifen Sie die Leute zurück. Ich lasse mich nicht fertig machen. Und wenn ich den Laden anzünde, meine Wagen kriegen Sie nicht. Ich meine, fahren Sie doch endlich. Komm raus, du Schwein! Komm raus, ich schlage die Scheibe rein! Guten Tag. Sind Sie Herr Palmer? Mein Name ist Feldmann vom K3. Was ist denn passiert? Da hat nicht viel gefehlt. Der ist verrückt, total verrückt. Der wollte mich umbringen. Warum denn? Ja, weil wir bei ihm gefändet haben. Und das hat durchgedreht. Haben Sie ihm das mit der Pfändung denn rechtzeitig vorher angekündigt? Ja, natürlich, er hat ja nicht reagiert. Er hat sich totgestellt. Brauchen Sie einen Arzt? Ja, ich habe aber den Radovic. Präzise aus dem Verkehr, bevor er noch mehr anrichtet. Radovic, haben Sie seine Adresse? Ja, im Auto. Entschuldigen Sie, wo bringen Sie ihn hin? Ins Albertin. Ist lebensgefährlich? Dass er nicht hier ist. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Heute Morgen. Und gehört? Heute Morgen. Seitdem nicht mehr? Nein, ich habe gearbeitet bis jetzt. Und wo kann er jetzt sein? Zu Hause, nehme ich an. Nein, da ist er nicht. Und ich vermute, dass wir ihn da auch in der nächsten Zeit nicht antreffen werden. Was hat er denn gemacht? Er hat einen Mann vorsätzlich verletzt. Und das schwer. Mein Vater? Unmöglich. Er kommt doch sonst mit jedem gut aus. Mit Herrn Palmer anscheinend nicht. Palmer? Palmer ist ein Verbrecher. Eine ganz linke Sau. Der hat meinen Vater in den Ruin getrieben. Wissen Sie, was der an Tinsen nimmt? Ist doch kein Grund, ihm so einen Pflasterstein am Kopf zu werfen. Hat er ihn schwer verletzt? Palmer nicht, aber den Fahrer hat's böse erwischt. Das sieht mein Vater aber gar nicht ähnlich. Der Mann muss ihn provoziert haben. Palmer wollte nur sein Geld. Er hat ihren Vater pfänden lassen. Ach, Palmer! Die linke Tour, ja? Die Autos sind das Einzige, was mein Vater hat. Er hat sein ganzes Geld da reingesteckt. Und dann kommt dieses Schwein und kocht ihn ab. Also, wenn sich Ihr Vater meldet, sagen Sie mir, er soll sich stellen, sonst macht er alles nur noch schlimmer.
Alles klar, noch zwei, drei Tage, dann ist Gundel weich gekocht. Hat dich jemand gesehen? Siehst du aus? Kannst du nicht fragen? Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Danke, sehr freundlich. Da ist noch so einer. Schubert, Gerd Schubert, hat sich verdrückt. Hat die Wohnung aufgegeben und die Firma gewechselt. Ja, hier. Hm. 14 Mille, eine Menge Geld. Das Wohnmobil ist 30 wert. Sicher hat das irgendwo abgestellt und wohnt jetzt drin. Ich krieg raus über seine Krankenkasse, denn die bleiben die immer. Frau Hansen ist da. Soll er reinkommen? Alles klar? Wir müssen langsam mal abrechnen. Wer gibt denn hier die Kredite? Nächste Woche. Keine Sorge, du kriegst dein Geld. Dann mach die Fliege. Ich bin ja schon weg. Ja, gehen Sie ruhig durch, bitteschön. Guten Tag, Frau Hansen. Ich habe Sie gestern schon erwartet. Ja, aber es ist was dazwischen gekommen. Kappmann, nehmen Sie doch Platz. Ja, wir stehen jetzt bei 11.200 Mark. Zahlen Sie per Scheck oder in bar? Ja, also die Geschäftsleitung von dem Kaufcenter, die wollte plötzlich die ganze Summe auf einmal zurückhaben. Und sonst hätten sie meinen Bruder angezeigt wegen der Unterschlagung. Und das heißt? Ja, dass ich Aufschub brauche. Liebe Frau Hansen, ich habe auch meine Termine. Ist ja nicht mein Geld, was ich verleihe. Tja, das ist eine dumme Sache. Da müssen wir wohl Ihr Auto verkaufen. Dann bitte nicht das Auto. Mein Mann schlägt mich tot. Der hat mir doch jeden Kontakt mit meinem Bruder verboten. Das liegt doch nicht im Interesse Ihres Gatten, wenn sein Schwager im Knast sitzt. Das ist kein Renommee für ihn als Geldfahrer. Ja, aber wenn ich nicht bezahlt hätte, wäre mein Bruder erledigt gewesen. Ja, was wollen wir da tun? Auto? Ehrlich, ich sehe keine andere Möglichkeit. Doch. Bitte, ich brauche ein paar Tage Aufschub. Ich beschaffe das Geld. 11.200 Mark? Ich krieg das hin. Andererseits hat eine hübsche Frau viel mehr Möglichkeiten, als ein Mann aus dem Schlamassel herauszukommen. Ich gebe Ihnen meine Privatnummer. Rufen Sie mich an, wenn Sie eine Lösung für Ihr Problem gefunden haben. Hier ist meine Privatnummer. Oh, Entschuldigung. Palmer? Palmer? Wie fühlst du dich? Hab's gerade in der Zeitung gelesen. Schade, dass es schief gegangen ist. Aber vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Irgendwann kriegst du dein Fett. Ich bin ganz sicher. Also, pass gut auf dich auf, Palmer. Pass gut auf, Palmer. Du Schwein. Also rufen Sie mich an, wenn Sie einen brauchbaren Vorschlag gefunden haben. Welche Richtung wollen Sie? Hauptbahnhof. Ich auch. Ich nehme Sie ein Stück mit. Das war ein Witz. Komm natürlich mit. Ich freue mich. Du weißt, ich bin da verpflichtet. Hm? Ja.
ein gesetztes Essen? Ich glaube schon. Und was ziehe ich an? Am besten den Smoking, den ich dir geschenkt habe. Hm? Missverständnis sein. Ich denke, du hast alles bezahlt. Na, habe ich doch. Als wir drüber gesprochen haben, bin ich direkt mit Palma. Mein Gott, lassen Sie endlich verschwinden. Steig ein. Was geglossen die doch? Bei meinen Eltern hast du mir noch versprochen, dass du alles regelst. Das musst du mir wirklich erklären. Habe ich doch. Das hat er nicht gewollt. Glauben Sie mir, das hat mein Vater nicht gewollt. Ja, das mag schon sein, aber jetzt haben wir es mit einem Toten zu tun und das ändert die Sachlage für uns und für Ihren Vater. Wo kann er jetzt sein? Stammkneipe? Hat er keine. Er besucht manchmal seinen Freund Miroslav. Hat einen Friseurladen in der langen Reihe. Hm. Haben Sie nicht ein neueres Foto von ihm? Nein. Wir können auch auf das Bezirksamt gehen. Dort gibt's ein Passfoto. Das blasen wir ganz groß auf und kleben es an jede Litfaßsäule. Wenn Ihnen das lieber ist. Danke. Und sagen Sie Ihrem Vater, dass wir ihn suchen. Und finden! Wo warst du denn so lange? Ich weiß nicht. Überall. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, aber was du getan hast, das weißt du doch noch, oder? Ja, ja. Ich wollte das nicht. Es war ein Versehen. Ich hoffe, dass er bald wieder gesund wird. Der wird nicht mehr gesund. Der ist tot. Das ist nicht wahr. Sag, dass es nicht wahr ist. Du musst dich jetzt stellen. Nein. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Vorher hänge ich mich auf. Red doch keinen Blödsinn. Ich werde dir helfen. Du musst erst mal untertauchen, bis du wieder einen klaren Kopf hast. Svolo dobre, Papa. Nei, Bogo. Ja, ich bin mindestens noch eine Stunde hier jetzt. Na also. Willst du wirklich nichts essen, Schatz? Nee, ich hab dummerweise um 6 schon was gegessen. Du musst jetzt wirklich noch mal mit deinem Vater reden, weil das ist eine ganz große Sache. Kunstprojekt. Da musst du jetzt ran. Ich hab's doch versucht. Du weißt, er ist schwierig. Gibt Probleme in der Firma. Das ist eine Sache der Überredungskunst. Na ja, okay, ich versuch's nächste Woche noch mal, ja? Aber wirklich? Mhm. Guten Abend, gute Liedke. Kann ich auch ein Wasser haben? Ohne Kohlensäure? Dankeschön. Marion? Alexander hat Schulden bei uns. Er fährt den teuersten Schlitten der Stadt und kann sich nicht mal die Reifen leisten. Alex, sag doch was. Ja. Was haben Sie denn da? War er das? Wer bitte? Nix da. Das war ein Unfall. Versehen. Na, wie auch immer. Vielleicht liegt's ja da, aber. Alex, tu doch was! Ist doch das Problem, er tut ja nichts. Wissen Sie, und wenn er seine Schulden nicht zahlt, bekomme ich Ärger. Und das wollen wir doch nicht. Mhm.
Marion! Das haben Sie jetzt davon. Jetzt ist sie weg. 20 Mil. Palmer verliert langsam die Geduld. Herr Ober, hier ist ein kleines Malheur passiert. Hat's dir nicht geschmeckt? Darf ich Ihnen die Rechnung bringen? Ja! Gern. Du hast doch damals meinem Vater den Palmer angegeben. Ich? Das war meine Frau. Ich habe ihn vor Palmer gewarnt. Ja, jedenfalls steckt er jetzt bis zum Hals in der Scheiße. Ja, das war vorauszusehen. Ich habe gewusst, dass es so kommt. Aber Palmer war doch der Einzige, der ihm Geld leihen wollte. Norbert, der braucht jetzt meine Hilfe. Ja, du mach dir mal keine Sorgen. Du kriegst die Schlüssel, okay? Ach, du bist schon da. Ja, schon die ganze Zeit. Ich war im Kino. Im Kino? Heute. Ich dachte, du hast Spätschicht. Morgen habe ich Spätschicht. Tag, Sabine. Ich hole die Schlüssel vom Wohnwagen. Ich hole sie schon. Sag deinem Vater, er soll vorsichtig sein. Nachts kein Licht. Ja. Und er soll sich so wenig wie möglich draußen blicken lassen. Ja, ich sind nur für ein paar Tage, bis ich ihn so weit habe, dass er mit mir zum Bullen geht. Mann, das wäre das Beste. Wenn die ihn auf der Flucht erwischen, dann... Danke. Bis ein Kumpel. Ciao. Tschüss. Wie hieß denn der Film? Was? Der Film, den du gesehen hast, wie der hieß. Wanderbeats mit Richie Müller. Kommst du essen? Richie Müller. Sah aber verdammt nach Palmer aus. Marion! Bleib jetzt stehen! Lass mich los, mein Vater wartet! Ist mir scheißegal, wer wartet! Du redest jetzt mit mir! Lass mich los, du musst jetzt den Chauffeur rufen! Hol doch deinen Chauffeur! Alexander, wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind es Menschen, die hinterm Geld meines Vaters her sind! Ha, ha! Der da hinten, in der Mitte. Morgen bringe ich noch Nachschub. Danke, Mirk. Sag nicht immer danke, Papa. Geh jetzt rein und schließ hinter dir ab. Und mach niemandem auf. Niemandem, hörst du? Also, bis morgen. Kannst du nicht noch einen Augenblick bleiben? Ich muss zurück, Papa. Doppelt.
Und mach keine Dummheiten. Und lass das Licht aus. Ich bin's, Alex. Ich muss mit dir sprechen. Marion, ich muss mit dir reden. Es ist alles ganz anders, als du glaubst, Schatz. Lass mich in Ruhe, ich hab genug von dir. Geh endlich, verschwinde. Kleine Kuh. Pipo? Was wollen Sie denn jetzt schon wieder hier? Ja, dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Wisst ihr ja, was geht? Was wollen Sie? Wir suchen Ihren Vater. Ist nicht da. Ist nicht da. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wo er steckt. Zufrieden? Du, ich muss hier raus. Wo soll der denn? Haben Sie eine Katze? Hm? Er hat eine Allergie. Waren Sie heute Abend weg? Nein. Zu Hause. Den ganzen Abend? Den ganzen Abend. Unter solchen Umständen gehe ich nicht raus. Naja, umso besser. Dann treffen wir Sie ja an, wenn wir wiederkommen. Und wir kommen wieder. Da können Sie ganz sicher sein. Da bin ich mir sicher. Okay. Hör auf. Mann. Warte mal. Ha, von wegen, der war den ganzen Abend zu Hause. Der Motor ist noch ganz warm. Naja, du, der war bei seinem Vater, das ist klar. Ja, oder er hat ihn irgendwo hingebracht und versteckt. Auf jeden Fall reicht es den Jungen rund, um die Uhr beobachten zu lassen. Ja, aber du, also da soll sich Ecki drum kümmern. Der hat da bessere Beziehungen. Ja. Thank you.
Verbinden Sie mich mit Herrn Feldmann. Was ist? Ich will nicht die Presseabteilung, ich will Herrn Feldmann sprechen. Morgen kann es zu spät sein. Es ist wichtig, lebenswichtig. Da noch Platz. Bleib schön hier, ne? Bleib schön hier. Ich habe dreimal angerufen und jedes Mal war die Pressestelle dran. Und die hat versprochen, dass sie sich sofort melden. Rahl muss mir ja auch mal schlafen. Und wenn Radovic versucht, mich umzubringen? Wer sagt denn, dass es Radovic war? Ja, wer denn sonst? Steht sogar in der Zeitung. Wenn Sie auch dauernd mit der Pressestelle telefonieren. Glauben Sie denn wirklich, dass es sich um ein Attentat auf Sie handelt? Natürlich. Ja, na, dann sehen Sie mal aus dem Fenster. Das sind gut und gern 10 Meter bis zur Straße. Auf diese Entfernung ist ein präziser Wurf gar nicht möglich. Vom Garten schon. Im Garten war keiner, sonst hätten wir auf dem weichen Boden Fußabdrücke finden müssen. Vielleicht wollte sich jemand ganz einfach erschrecken. Aber wer? Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind ja nicht sehr beliebt, ne? Offensichtlich haben Sie nicht nur einen Feind. Aber spät. Ich sitze wie auf Kohlen. Die beschatten mich, Papa. Ich habe sie erst mal abhängen müssen und deinen Wagen geholt. Da ist erst mal alles, was du brauchst. Danke. Ja, das wird aber nicht immer so gehen. Einmal kriegen die uns. Vielleicht sollte ich lieber woanders hin. Papa. Vielleicht solltest du dich stellen. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Willst du mich umbringen? Nein. Das war ein Versehen, Mirko, ein Unglück. Ich wollte den Mann nicht umbringen. Dann geh doch zu ihnen und sag, wie es geschehen ist. Und dann? Für dich ist die Sache doch gelaufen, ne? Ich weiß, was auf mich wartet. Nein, ich lasse mich nicht einsperren. Sobald ich kann, bringe ich dir was zum Anziehen. Mirko. Check. Ich hab doch nur dich. Sobald ich kann, komme ich zurück, Papa. Hm? Schöner fremder Mann, du bist lieb
Na? Ja, das habt ihr ja doll hingekriegt. Na also, dann könnt ihr ja zufrieden abziehen. Nee, das können wir nicht. Und warum nicht? Habt ihr eine emotionale Bindung an den Platz hier? Nee. Aber ich hoffe, ihr habt ein gutes Verhältnis zum Arbeitsamt. Wieso? Gibt's Ärger? Der Wagen parkt zwar im Hof, aber Radovic ist weg. Das Gebäude hat einen zweiten Ausgang. Ja, Jungs, das wird ein klasse Bericht, ne? Viel Glück. Michael, hör mir doch mal zu. Ich hab jetzt mit Ringo Starr telefoniert. Ich mach nächste Woche eine Tournee und dann kriegst du deine Kohle. Wirklich. Ich hab dich doch noch nie hängen lassen. Echt? Arschloch. Halmer, ich warte Sie. Pfeifen Sie Ihren Hund zurück, bevor was passiert. Welchen Hund? Ich hab keinen Hund. Ich sag nur, Liedtke, der beißt doch für Sie, oder? Nur Leute, die mich betrügen. Liedtke ist ein korrekter junger Mann. Wenn Liedtke mir noch mal in die Quere kommt, kann ich für nichts garantieren. Bezahlen Sie erst mal Ihre Schulden zurück. Kriegen mir Geld schon. Keine Angst. Kriegen ihr Geld schon. Diesen Satz höre ich jeden Tag. Nur wird er leider zu selten realisiert. Es kann ja mal was dazwischen kommen, oder? Bei Ihnen bedauerlicherweise sehr oft auch. Sie leben über Ihre Verhältnisse, Herr Gunther. Es kann sehr teuer werden, wenn man mehr sein will, als man ist. Toller Schlitten. Ihr Wagen? Sind Sie doch nicht so scheinheilig. Den Wagen kriegen Sie nicht. Schneller als Sie denken, ich habe den Fahrzeugbrief. Den Wagen kriegen Sie nicht, nur meine Leiche. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, aber das wollen wir doch nicht hoffen. Es wird heute spät, ich esse in der Kantine. Und morgen? Koch, was du willst, ist mir egal. Dann gehe ich mal. Pass auf dich auf und verschiss keinen. Was machst du denn heute? Was? Was du heute machst. Ich gehe vielleicht ein bisschen zu Inge. Ich denke, ihr habt euch verkracht. Ja, aber es ist nicht so schlimm, du kennst sie doch. Hast du ihr was erzählt? Ich meine von uns? Nein. Für Sie sind wir immer noch das ideale Paar. Hey, Tommy, das freut mich.
komm her. Los, ab, da. Hey. Ja. Hey, pass mal auf. Pass mal auf, Brunnen, hier ist ein Blitzer. Was ist? Greifen wir ein? Nee. Ihr schafft das schon. Los hinterher, sonst verlieren wir ihn noch. Durch und verzögern Sie so lange es geht. Wenn es zu lange dauert, hängt er ein. Stellen Sie ihn durch, Sie müssen sich ja nicht dabei beeilen. Palmer, im Moment bitte, ich bin gleich für Sie zu sprechen, es dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Verbinden Sie mich nochmal. Aber schnell. Palmer? Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich fall darauf rein? Das funktioniert nicht. Ich rufe aus einer Zelle an. Immer von einer anderen. Da kann die Post lange suchen. Die sagen doch, fasse dich kurz. Und genau das tue ich. Ich wollte nur ein letztes Mal gratulieren. Irgendwann wirst du auf dem Friedhof landen. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So, pass gut auf dich auf, Palmer. Frau Kattmann, rufen Sie die Post an. So langsam müssen Sie ja die Nummer haben. Und fragen Sie, wofür ich zahle. Und lassen Sie nicht wieder abwimmeln. Hat sich Liedke gemeldet? Wo steckt denn der Idiot? Der Idiot ist hier. Bin gleich soweit. Guten Tag, Herr Anwaltsfrau. Liedke. Darf ich? Ja, bitte. Danke, sehr freundlich. Fertig? Ich habe die Schnauze voll von Gundel. Von dem kriege ich nächstes Jahr noch nicht mein Geld. Ich will sein Auto. Hol's mir heute noch. Ich habe mit der Post gesprochen. Der Anruf war wieder zu kurz. Aber Sie wissen jetzt, aus welchem Bezirk er kommt. Und beim nächsten oder übernächsten Gespräch. Haben Sie ihn. Okay. Das ist Nachschub für den Alten. Das ist eindeutig. Ja, was ist? Soll man jetzt schnappen, oder? Nee. Erst wenn der Junge wieder weg ist. Kommt der Junge? Was? Radovic! Oh ja.
los, jetzt komm doch! Jetzt gib das Ding her, steig endlich ein! Ja! Scheiße! Bumme? Ja, alles dabei. Herr Radovic, hier ist die Polizei. Kommen Sie bitte raus. Herr Radovic, können Sie mich hören? Hier ist die Polizei. Machen Sie die Tür auf. Herr Radovic, wir geben Ihnen noch 10 Sekunden, dann kommen wir rein. 10, 9, 8. 3, 2, 1. Ich habe mich jetzt anziehen müssen. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder von mir? Hier ist niemand. Ja, natürlich nicht. Mein Freund ist gerade weggefahren. Was denn für ein Freund? Rodice. Und weiter? Nur Rodice. Wunderbar. Schönen Tag noch. Na, der hat uns aber schön aufs Kreuz gelegt. Ja, wir hatten das Fernglas gehalten. Ach komm, du kannst mich mal. Verdammte Scheiße. Doch, doch. Das geht schon in Ordnung. Ich kenne ja Inga. Sie wollten ja schon lang mit mir was machen, aber ich habe ja nie Zeit. Und außerdem kenne ich das ja alles hier. Hallo, Inga. Alex. Wunderbare Stimme. Ah ja? Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich habe eine große Sache mit dir vor. Ich habe gerade mit Ringo Starr über dich gesprochen. Wir brauchen jetzt erstmal Kohle. Kohle? Die brauchen wir alle. Wayne, was ist hier eigentlich los? Wer ist der Typ? Ich denke, du passt hier auf. Ich sag doch, ich habe gerade mit Ringo Starr über dich gesprochen. Das ist eine wichtige, große Sache. Das ist kein Quatsch. Yo, nigga, your mama got 2 feet growing out of titties. Bitch fell down and kept running. Off to the studio late nights, time to cut another track. It's gotta be hype, got my rhyme book in hand, a blue loose leaf. Anybody moves in that, they get loose teeth. Evil's got the funky beat, a stupid dope. Das ist die Corvette von Gunnel, setz sie mal hinter ihn. But no matter what we do, the record keeps clicking.
Ja, wie gib ich's mir denn? Gib mir ein Zeichen, wenn er kommt. Ihrem Anruf habe ich alles abgesagt, weil es für mich wichtiger ist. Um ehrlich zu sein, ich war etwas überrascht. Aber ich wusste, dass wir für Ihr Problem eine Lösung finden würden. Möchten Sie was trinken? Konfekt oder Erdnüsse? Das Schlafzimmer? Ich bevorzuge das Arbeitszimmer. Scheiße gebaut hast. Komm raus! Wo hast du deinen Führerschein hier? Auf dem Vogelschiss geschossen oder was? Oder am Lotto gewonnen? Guck dir mal mein Oberschild an. Falsche Marsch! Diese Nummer noch bei mir nicht, mein Lieber. Finger weg. Meine Stoßstange ist viel zu dick. Ich poliere dir gleich deine Stoßstange und dann fresse dazu, mein Lieber. Lass mich nicht. Damit kommst du bei mir nicht an. Udo? Udo, bleib hier! Na und? Tag, Frau Hansen. Gab's Unannehmlichkeiten? Quatsch, guck zu und ich hatte die Kerle. Ja, das können wir nicht so oft tun. Das Risiko ist zu groß. Risiko ist überall dabei, selbst wenn man sich so ein bisschen amüsiert. Komm, hör auf, das war eine Pleite. Können wir was essen? Heute nicht, ich muss arbeiten. Wir sind mit Ihnen. Gehen Sie mit mir was essen? Also, was ist jetzt mit meinem Taschengeld? Ich brauche die Kohle. Gundel. Gundel ist draußen. Alma, geben Sie mir meinen Wagen zurück. Ihren Wagen? Den hat Lieke für Sie geklaut. Geklaut? Er hat mir den Schlüssel gegeben. Das ist eine Lüge. Ich habe Zeugen und ich habe den Fahrzeugbrief. Sie sind ein Schwein. My friend's addicted.
Machen Sie das nie wieder. Das nächste Mal kommt ihr nicht so davon. Es gibt noch Gesetze hier. Pack nicht mehr mein Hut an! Living his life in the dark light. Every dollar he gets goes into the fight. He wants to borrow some money from me. Do you think I'm blind? Schwein. Das wirst du büßen. Schade. Wir hatten gehofft, jemand anders holt den Wagen ab. Was wollen Sie denn schon wieder von mir? Von Ihnen gar nichts. Sie haben Ihrem Vater geholfen, unterzutauchen. Das war das Dümmste, was Sie überhaupt machen konnten. Jetzt muss man nämlich genau das tun, was wir vermeiden wollten. Und was wollen Sie tun? Wir mussten die Fahndung einleiten. Ab jetzt sucht ihn jeder Polizist. Ich hoffe, Ihr Vater macht keinen Fehler, wenn er verhaftet wird. Wollen Sie nicht lieber ein paar Bankräuber verhaften? Komm, keine Sprüche. Wo ist Ihr Vater? Weiß ich nicht. Nein, ehrlich, ich weiß nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen schon sagen. Gekriegt und lag plötzlich im Wasser. Ich habe niemanden gesehen, aber ich weiß, wer es war. Also irgendjemand muss Ihnen gefolgt sein und auf eine günstige Gelegenheit gewartet haben. Aber Sie irren sich. Sie müssen sich allmählich mit dem Gedanken vertraut machen, dass Ihnen außer Radovic noch jemand den Löffel wegnehmen will. Wer soll denn das sein? Also Ihr Geschäft scheint Ihnen nicht gerade viele Freunde zu machen. Das ist ein Geschäft wie jedes andere auch. Nicht gerade wie jedes andere auch. Was Sie machen, ist mehr so ein Tanz auf dem Seil. Wenn man keine Sicherheiten hat, muss man höhere Zinsen bezahlen, ist doch klar. Mein Risiko ist ja auch größer. Auch das Risiko, ermordet zu werden. Hat Sie außer diesem Radovic noch jemand bedroht? Ich habe niemand bedroht. Sie wollen wohl nicht, dass wir uns intensiver mit Ihrem Geschäft befassen? Quatsch, mich hat niemand bedroht. Das heißt nicht. Bedroht jemand am Telefon. Schon über 2 Wochen. Und was haben Sie unternommen? Ich habe bei der Post einen Antrag gestellt, um ihn ausfindig zu machen. Und wie es scheint, haben Sie ihn bald. Morgen früh packst du deine Sachen und verschwindest! Los, was hast du? Verkauf mich nicht für dumm, ja? Lass mich mal erklären, ja? Ich habe mir von Palmer Geld geliehen. Und er wollte mir keinen Aufschub geben. Und da hast du dich gleich lang gemacht für dieses Schwein. Aber ich brauche doch das Geld. Mein Bruder kommt sonst ins Gefängnis. Der landet da sowieso.
Wenn nicht jetzt, dann später. Norbert! Lass uns doch noch mal drüber reden! Ausschneiden. Ausschneiden und einkleben. Ja, ausschneiden. Passant ins Fleet gestoßen. Passant ins Fleet gestoßen. Ausschneiden. Ausschneiden und einkleben. Er ist wieder dran. Habe ich schon erwartet. Verbinden Sie wie immer schön langsam. Entschuldigen Sie. Palmer! Kleiner, aber schöner Artikel in der Zeitung. Ich habe nur einen Satz vermisst. Zwei Worte. Palmer ertrunken. Ja, vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Einmal fängst ein volles Ding ein und dann ab in die Grube. Ich werde mich freiwillig melden zum Schaufeln, Palmer. Ich habe so lange gewartet. Zu lange, Palmer. Aber du weißt doch, Vorfreude ist die reinste Freude. Warte ab, du Wichser, wer zuletzt lacht. Die Post. Ich hab die Nummer. Endlich. Verbinden Sie mich mit der Kripo. Besorg die neue. Ja, das dauert nicht lange. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht. Pack die Koffer aus. Na los, geh ins Schlafzimmer und pack die Sachen aus. Aber du hast doch gesagt... Ich weiß, was ich gesagt habe. Hab's mir halt anders überlegt. Das mit deinem Bruder ist nicht normal, du. Das ist keine Liebe mehr, das ist krankhaft. Ich wollte ihm doch nur helfen. Fang nicht wieder damit an! Pack deine verdammten Sachen aus, bevor ich es mir anders überlege. Tut mir leid. Ja, würden Sie uns bitte allein lassen? Herr Wohlers? Herr Wohlers! Kriminalpolizei. Kennen Sie einen Herrn Palmer? Palmer? Und ob ich die Sau kenne? Er hat mir ganz einfach meinen Zeitungsladen weggenommen. Mir meine Existenz genommen. Und deshalb bedrohen Sie ihn? Bedrohen? Ich habe ihm doch nur gesagt, dass er bald ins Gras beißt. Wo waren Sie denn gestern Abend? Im Fleetviertel. Mhm. Was haben Sie da gemacht? Palmer ins Wasser gestoßen. Wir möchten Sie bitten, mitzukommen. Ziehen Sie sich was an. Na klar. Da gibt's nur ein kleines Problem, Herr Kommissar. Das Treppensteigen. Herr Kommissar! Ich war's wirklich! Ich war's wirklich! Thank you.
Sie helfen? Guten Tag, Verkehrsnachfrage, oder? Hier, Papier. Schönen Tag noch. Danke. Danke. Radovic? Ich wette, Sie wollen wieder mal wissen, wo mein Vater ist. Herr Radovic, wir wissen, wo Ihr Vater ist. Und wo? Herr Radovic, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Ja, wo ist er? Herr Radovic, es tut mir furchtbar leid. Es war ein völlig sinnloser Unfall. Ihr Vater... Mirko! Mirko, können Sie mich verstehen? Hören Sie doch mal auf, ich... Radovic tot? Wann? Wann genau? Heute zwischen 10 und 11 Uhr. Dann kann das nicht gewesen sein. Was kann er nicht gewesen sein? Um 11 Uhr war mein Auto noch in Ordnung. Als ich vorhin wegfahren wollte, da waren alle 4 Reifen zerstochen. Da ist eben noch einer, der ihn an den Kragen will. Ja, und da Ihr Telefonfreund wegfällt, sollten wir mal Ihre Kundenkartei durchgehen. Nein, 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 da ist nichts drin. Nichts drin. Na schön. Ist ja nicht mein Leben. Komm. Ich werde ein paar Tage verreisen. Kann länger dauern. Ja, aber wo kann ich Sie denn erreichen? Ich rufe regelmäßig an. Wenn jemand nach mir fragt, dann bin ich auf Geschäftsreise. Ja, aber... Hallo. Pass auf, ich hab geputzt, es ist glatt. Okay. Na, was ist nicht da? Wart ihr verabredet? Nein, das ist... Wart doch im Wohnzimmer, kommt sicher gleich. Okay. Du, ich hab mir jetzt anders überlegt. Ich muss noch was besorgen. Weißt du, mein Auto... Ist da ja, ich sag Norbert, dass du da warst. Okay. Ach ja, der Schlüssel vom Wohnwagen. Ich lege ihn da hin, ne? Gut. Tschüss. Tschüss. Das ist ja richtig, wissen Sie nur. Ich habe Ihnen ja auch schon mal gesagt, ich möchte halt meinen Freund Gerd Schubert besuchen. Das Problem ist nur, dass er verzogen ist. Niemand weiß, wo er ist. Nicht mal das Einwohnermeldeamt. Ja, und? Ich habe gedacht, Sie können mir vielleicht helfen. Das ist wirklich verrückt. Mir ist halt nur seine Krankenkasse eingefallen. Sie meinen die Adresse? Ja, das wäre wirklich freundlich, weil wann bin ich schon mal wieder in Hamburg? Wie heißt denn Ihr Freund? Schubert. Gerd Schubert. Tschüss, Gabi. Bis morgen. Tschüss. Komisch, die Adresse haben wir auch nicht. Nur wo er arbeitet.
Ja, ist so wunderbar, dann kann ich was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das mitteilen darf. Pass mal auf, du dumme Fotze. Ich habe keine Lust, den ganzen Feierabend mit dir zu sitzen. Karl-Heinz Gosepart, Quedlinburger Weg. Na also. Ich kann mir denken, warum Palmer nicht wollte, dass wir in seine Kartei schauen. Er hat so viel Dreck am Stecken, das wird uns glatt umwerfen. Auch schon möglich. Aber das scheint zu dem Geschäft zu gehören. Würde er sagen, das gehört zu einem Menschen wie Palmer. Liegt doch auf der Hand, dass den einer seiner Kunden ins Fleet geworfen hat. Und zwar einer, den er genauso ausgequetscht hat wie diesen Radovic. Ich kann mich irren, aber ich glaube nicht, dass Palmer wirklich in Gefahr ist. Ich finde, das sieht eher nach so einem kleinen Racheakt aus. Na, ich weiß nicht. Nicht schwimmen, ins Wasser zu stoßen. Er ist noch nie verreist. Hat wohl Schiss. Hätte doch jeder, nachdem was passiert ist. Wo will er hin? Das hat er nicht gesagt. Na, ist auch egal, fahre ich eben zu ihm nach Hause. Was ich an deiner Stelle lieber nicht tun. So gereizt, wie der heute war. Wieso? Ich will jetzt eigentlich meine Kohle haben. Außerdem habe ich ein Geschenk für ihn, 30 Mill. 30.000 Mark? Ja, ich weiß, wo Schuberts Wohnmobil steht. Braucht man nur noch abschleppen lassen. Wer hast denn das wieder rausgekriegt? Über seine Krankenkasse. Und wegen meinem unübersehbaren Charme. Nicht, dass ich den bisher immer übersehen hab. Es kommt davon, wenn man den Männern mehr auf den Arsch guckt als in die Augen. Mirko war hier. So. Wart ihr verabredet? Quatsch. Ist was passiert? Also, ich will ja nun wirklich nicht behaupten, dass der Typ das war, aber der hat echt verrückt gespielt. Wer? Wer hat verrückt gespielt? Alexander Gundel, völliger Angeber. Er wollte uns direkt an die Wäsche, als Palmer seinen Wagen finden wollte. Wann war denn das? Gestern, vorm Haus. Wo wohnt denn dieser, wie haben Sie gesagt, heißt er? Alexander Gundel. Alexander Gundel. Wo wohnt denn der? Winterhuder Weg, finden Sie im Telefonbuch. Ich sag mal unser beiden Jungs Bescheid. Ja. Und weiter, wer noch? Ja, wissen Sie, ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich kann Ihnen doch nicht einfach so ein paar Namen nennen. Was ist denn mit Ihnen? Mit mir? Mhm. Was soll denn mit mir sein? Palmer war mein Chef. Entschuldigung. Aber die Hansen. Die kam mir gestern entgegen und ich habe gedacht, das kann noch tierisch Ärger geben. Wieso denn? Ja, die wollte ihren Kredit abfeiern. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe Sie schon, aber
Wo liegt denn da der Ärger? Sie ist verheiratet. Hätte ja sein können, dass ihr Mann was mitkriegt. Ich gehe, ja? Ja, ja. Das sieht man so mal aus. Hey, 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 hey. Dass du jedes Mal eine Stunde hier. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich war es nicht. Das lassen wir jetzt mal liegen hier. Ich war arbeiten. Sie waren arbeiten, Gundel. Und dann haben Sie sich von einem Ihrer Kollegen ein Auto ausgeliehen und sind zu Palma gefahren. Bin ich nicht. Ja, wohin sind Sie denn dann gefahren? An die Alster. Mein Kopf hat gebrummt. Sie sehen ja, mein Kopf ist kaputt. Ich habe alles doppelt gesehen, da habe ich mir gedacht. Frische Luft tut gut. Ah ja, frische Luft im Fleetviertel, was? Was soll ich im Fleetviertel? Na, zum Beispiel Palma ins Wasserstoß. Gucken Sie sich doch Palma an, der ist doppelt so schwer wie ich. Wie soll ich den ins Wasser schmeißen? Ach, der hat sich ein bisschen übers Geländer nach vorne gebeugt und Sie haben ihm einen kleinen Stoß gegeben. Und wenn Sie mich noch 100 Mal fragen, ich war's nicht. Und außerdem will ich jetzt meinen Anwalt sprechen. Wo sind Sie denn nun gewesen? Im Fleetviertel war ich, wo man Palma in den Kanal geworfen hat. Wer ist Mann? Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber ich habe ihn gestern schon gesehen. Da hat er sich mit Palma und noch jemand anderen angelegt. So was hat uns doch Liedke schon erzählt. Gundel heißt dieser Mann. Alexander Gundel. Das weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich habe ihn gleich wiedererkannt gestern Nacht. Ach, Sie sind Palma gefolgt? Ja, ich wollte ihm das mit meiner Frau heimzahlen. Der hat sie erpresst. Und da ist Ihnen dieser Gundel zuvorgekommen. Aber heute Vormittag hat er Ihnen die Arbeit nicht abgenommen. Das mussten Sie selbst tun. Ich habe den nicht erschossen. Darf ich rauchen? Ja, bitte. Außerdem möchte ich jetzt meinen Anwalt sprechen. Wir hören diesmal auch nichts hier. Wir haben jemanden, der Sie gesehen hat. Sie wollen mich doch nur reinlegen. Ist das der Mann? Ja. Und was genau haben Sie gesehen? Ich habe gesehen, wie der den Palma in den Kanal gestoßen hat. Ich soll Palma ins Wasser gestoßen haben? Ja, und? Und einen Stein in die Scheibe geworfen und seine Autoreifen zerstochen. Ja. Aber ich wollte ihm nur einen Denkzettel verpassen. Mehr nicht. Sagen Sie, können wir Ihre Dienstwaffe sehen? Haben Sie doch, oder? Klar. Das müssen wissen. 9 mm. Das Kaliber stimmt. Ja, Herr Hansen. Dann gehen wir jetzt mal zu Ihnen nach Hause. Darf ich bitten? Bis nachher. Ja. Kann ich jetzt mal Anwalt anrufen? Moment mal, das machen wir später, ja? Hallo? Oh, das tut mir leid, der ist gerade zur Tür raus. Wer ist denn da? Hallo? Aufgelegt. Ist zwar gegen die Vorschrift, aber ich habe die Waffe hier. Die können Sie gerne untersuchen, aus der ist noch nie geschossen worden. Da. Die liegt sonst hier. Die lege ich da immer rein. Sabine? Vielleicht haben Sie sie heute Nachmittag auch schon weggeworfen. Sabine! Wo ist denn der Revolver? In der Schublade. Hast du ihn rausgenommen? Beim Putzen vielleicht? Das Ding doch nicht an. Also, der war hier drin, das weiß ich ganz genau. War heute jemand hier? Hier im Wohnzimmer? Ja, Mirko. Aber was soll denn der mit dem Revolver? Was, Mirko Radovic? Ja, der hat hier auf meinen Mann gewartet. Und der weiß auch ganz genau, dass der Revolver hier aufbewahrt wird. Ja? Hast du meinen Revolver? Ja? Danke. Schöller? Ja? Hallo? Radovic. Mirko Radovic. Ja.
Palmer ist ein Schwein. Er ist schuld am Tod von meinem Vater. Keiner hätte ihn bestraft. Keiner. Niemand. Ich hab's getan. Ich hab die Waffe vom Norbert genommen. Ja, ist ja gut. Machen Sie bitte keine Dummheiten jetzt. Wo sind Sie denn? Hallo, Mirko! Mirko!